schlimm ist es? Ziemlich. Herzlich willkommen, liebe Gamers Global Leser, zu unserem Videotest zu Mass Effect 3. 2 Jahre lang haben wir gewartet, bis wir endlich in das finale Abenteuer, jedenfalls wenn es nach BioWare geht, von Commander Shepard einsteigen können. Die Reaper sind bereits auf dem Weg zur Erde und drohen nicht nur die Menschen, sondern alle Spezies in der Galaxie zu vernichten. Nach der überlebten Selbstmordmission am Ende des zweiten Teils ist Commander Shepard unter Arrest, hat seinen Dienstrang verloren und seinen Spectre-Status, aber wie ihr hier seht, ist die Notlage groß und er muss wieder ins Geschehen eingreifen. Gut 170 Jahre in der Zukunft fallen die Reaper nämlich hier über den Planeten her, knöpfen sich Vancouver vor, wo sich Shepard zu Beginn aufhält, und fallen auch in London ein. Aber eines ist ganz klar, Shepard wird unmöglich alleine den Kampf gegen die Reaper aufnehmen können, sondern muss ein neues Bündnis aus sämtlichen Spezies der Galaxie formen. BioWare-typisch ist das Spiel bei allem Fokus auf die Action doch sehr stark auf die Story ausgelegt und die Inszenierung punktet mit großartigen Animationen und klasse geschnittenen Zwischensequenzen. Wie es sich für den Abschluss einer Trilogie gehört, müssen natürlich die brennendsten Fragen der Spieler im letzten Teil geklärt werden. Was hat es zum Beispiel mit Cerberus und dem Unbekannten auf sich? Wird er Shepard am Ende offenbaren, John, ich bin dein Vater? Oder noch schlimmer, John, ich bin deine Mutter? Das wollen wir euch natürlich nicht verraten, denn das sollt ihr ja selbst herausfinden. Was wollen Sie? Mach ich! Wie üblich stehen neben der Handlung aber natürlich auch die Feuergefechte im Mittelpunkt, wobei ihr mit 2 Mitstreitern in die Schlacht zieht und ihnen im Kampf Anweisungen geben könnt. Hier zum Beispiel weisen wir unseren Mitstreitern feste Positionen zu, um die Gegner in die Zange zu nehmen. Da kommen sie. Zu Beginn des Spiels wählt ihr wie üblich aus einer von 6 Klassen aus und denen gehören auch eure Mitstreiter an und ihr setzt im Kampf verschiedene Waffen und Fähigkeiten ein. Hier zum Beispiel haben wir es mit einem Phantom zu tun und wenn wir das überlasten, dann können wir ohne die Barriere wesentlich leichter den Gegner zu Fall bringen. Den nächsten Gegner nehmen wir uns jetzt vor, indem wir ihn hier per Stasi in die Bewegungslosigkeit versetzen und können jetzt mehr oder weniger in aller Ruhe den Gegner mit unserer Schrotflinte bearbeiten. Auch wenn wir hier ja schon etwas offensiver vorgehen, in den meisten Fällen müsst ihr auf die zahlreichen Deckungsmöglichkeiten zurückgreifen, denn Shepard geht in Feinfeuer relativ schnell zu Fall. Einige der Klassen verfügen auch über verschiedene Granatentypen und hier werfen wir zum Beispiel eine Antigravitationsgranate auf unseren Feind. Besser ist es aber, wenn es auf Gruppen geworfen wird. Und ihr kämpft im Spiel auch nicht nur mit Waffen, die ihr bei euch tragt, sondern auch mit stationären Geschützen an einigen Stellen, wie hier. Oftmals geht das einher mit Gegnerwellen, die nach und nach auf euch einströmen. Im weiteren Spielverlauf bekommen wir es auch mit einigen dicken Brocken zu tun, wie hier diesem stark gepanzerten Rohling. Und dem sollten wir nach Möglichkeit auch versuchen, mit einer Rolle auszuweichen. Ansonsten matscht er uns nämlich hier an die Wand. So, und hier geht es jetzt darum, diese Hämmer zu aktivieren. Das Ganze findet auf dem Planeten Tushanka statt, dem Heimatplaneten der Kroganer. Und wie ihr sehen könnt, geht die Action oft fließend in Zwischensequenzen wie diese hier über. Ja, und hier seht ihr, wenn einfache Waffengewalt gegen die Reaper nicht reicht, dann muss eben ein Würmchen her. Um die Mitstreiter in der Galaxie zusammenzutrommeln, müsst ihr aber nicht nur größere Missionen erfüllen, wie die, die ihr gerade gesehen habt, sondern fliegt auch hier durch die Galaxis und die einzelnen Systeme und könnt in Planetenscans neue Mitstreiter für den Kampf gegen die Reaper gewinnen. Diese Karte, die wird erst nach und nach freigeschaltet. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es auch wieder
die Möglichkeit, Planeten zu scannen. Da findet ihr Credits und eben Artefakte, die ihr für kleinere Nebenquests braucht. Was bei einem Rollenspiel natürlich nicht fehlen darf, ist ein bisschen Mikromanagement eurer Waffen. Da könnt ihr nämlich eine ganze Reihe von kaufen und aufwerten in verschiedenen Versionen und zusätzlich, wie ihr hier sehen könnt, etwa auf der Normandy, die an diesen Terminals mit Waffenmods ausstatten, um ihnen beispielsweise eine höhere Durchschlagskraft zu verschaffen oder mit einem Bajonett für den Nahkampf aufzuwerten. Ein ähnliches System kommt bei den Rüstungen zum Einsatz, wobei ihr nur die Rüstung von Shepard beeinflussen könnt. Und da könnt ihr einzelne Teile, zum Beispiel für Brust und Schultern, miteinander kombinieren. Und wie ihr seht, verändern sich dadurch die Eigenschaften, Schutzeigenschaften und so weiter relativ deutlich. Es gibt auch komplette Rüstungssets. Und hier haben wir zum Beispiel eine Rüstung aus Dragon Age Origins sozusagen. Auch wenn ihr den Spectre-Status im zweiten Teil verloren haben solltet, ihr erhaltet ihn in jedem Fall in Mass Effect 3 zurück. Immer wieder könnt ihr hier auf der Citadel in euer Spectre-Büro kommen und aufs Terminal zugreifen, wo ihr Waffen kaufen könnt, aber auch bestimmte Objekte, die ihr zur Erfüllung von Missionen braucht. Im Laufe des Abenteuers steigt ihr wie gehabt in Stufen auf und erhaltet 2 Lernpunkte pro Level, die ihr dann entsprechend in die Aufwertung eurer Fähigkeiten investieren könnt. Da habt ihr ab Stufe 4 dann jeweils eine Wahlmöglichkeit, die auch wiederum eure Charaktereigenschaften beeinflussen. Also zum Beispiel wird die Aufladezeit der Kräfte reduziert oder zum Beispiel erhaltet ihr Flächenschadenbonus auf eine Granate oder ähnliches. Und das macht ihr auch bei euren Teammitgliedern, wie hier bei Liara, die ihr genauso wie eben Shepard aufwertet. Ihr könnt das auch automatisieren, aber das würden wir euch nicht empfehlen. Im Kampf und auch bei Nebenmissionen müsst ihr entsprechend Leute rekrutieren, wie wir bereits gesagt haben, und ob ihr genug zusammen habt, um die finale Mission starten zu können, das könnt ihr hier im Kriegsaktivpostenmenü nachschlagen. Hier im Flüchtlingslager auf der Citadel wird der ganze Schrecken des Krieges deutlich, denn da suchen alle möglichen Leute nach ihren vermissten Verwandten. Aber es gibt ja Möglichkeiten, um sich doch irgendwie wieder gute Laune zu verschaffen. Wenn ihr nur oft genug mit euren Mitstreitern redet und ihnen dabei ein bisschen Honig ums Maul schmiert, dann könnt ihr mit dem einen oder anderen davon in die Kiste steigen. Denn erstmals in Mass Effect ist es sogar möglich, dass Shepard eine homosexuelle Liebschaft eingeht. Ach, ist das nicht süß. Nachdem ihr herausgefunden habt, ob Liara tatsächlich überall blau ist, wird es Zeit für die finale Schlacht gegen die Reaper. Und jetzt ist es an euch, die Galaxie zu retten. Rollenspielfreunde dürfen sich diesen actionreichen und erzählerisch starken Trip keinesfalls entgehen lassen.